Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Anna Brunzel und ich bin Kommunikationsmanager Systems bei Lenzer und ich begrüße Sie herzlich zum Webcast der Serie From Trend to Reality. From Trend to Reality bedeutet, dass wir uns anschauen, an welchen Trends Sie heute im Maschinenbau nicht mehr vorbeikommen und wir sprechen über konkrete und reelle Lösungsansätze. Bevor wir starten, kurz zum Ablauf. Sie haben die Möglichkeit, während des Webcasts Fragen direkt live im Chat zu stellen. Auf diese werden wir eingehen und einige ausgewählte zum Ende hin auch live im Webcast diskutieren. Im Anschluss sind unsere Experten weitere 30 Minuten für Sie auch im Chat bereit, stehen Rede und Antwort, sodass Sie hier auch tiefer in die Diskussion einsteigen können. Und damit starten wir mit dem heutigen Thema: zukunftssichere Automatisierungssysteme. Wer von Ihnen fragt sich, worauf muss ich mich eigentlich fokussieren, damit mein System auch den Anforderungen von morgen gerecht wird? Und wie schaffe ich es, meinen Wettbewerb langfristig zu sichern und auszubauen? Genau darum wird es heute gehen und ich freue mich, heute zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Das ist Roland Duncker. Er ist Product Manager Systems bei Lenzer und gestaltet das Automatisierungsportfolio mit. Und wir haben heute zu Gast Michael Vogtherr. Er leitet das Support-Team bei Lenzer. Und da geht es vor allen Dingen darum, Systemprojekte bei Kunden, mit Kunden umzusetzen. Herzlich willkommen an euch beide. Wollt ihr euch auch noch einmal selbst kurz vorstellen? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Roland Duncker. Ich bin der verantwortliche Produktmanager für die gesamten Lenze-Steuerung. Die Steuerung als solches bilden das Herz der gesamten Automatisierungsplattform. Michael, machst du weiter? Ja, mein Name ist Michael Vogtherr. Ich bin, wie schon gesagt, der Leiter des Team System Support. Das heißt, System und Support ist schon im Namen inbegriffen. Wir kümmern uns also mit den Kunden darum, Systeme zu projektieren, ans Laufen zu bringen und die Kunden bei der Auswahl des richtigen Systems zu beraten. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt unser Webcast vom Trend to Reality. Lasst uns damit einmal starten. Roland, was sind heute bezogen auf Automatisierungssysteme die Trends im Maschinenbau, an denen unsere Kunden und auch deren Endanwender nicht mehr vorbeikommen? Ja, wir sehen grundsätzlich gerade eine starke Veränderung im Markt. Wir sehen zukünftige Anforderungen gerade aus dem Kontext Industrie 4.0, Digitalisierung und Vernetzung. Das heißt, wir erwarten deutlich flexiblere Produktionen in der Zukunft. Das heißt, Anlagen werden flexibler in dem, was sie produzieren, in den Stückzahlen, die sie produzieren. Das bedeutet natürlich auch, dass sie etwas anders aufgebaut werden müssen. Wir erwarten hier eine starke Modularisierung der Maschinen, eine deutlich stärkere Vernetzung, sowohl horizontal als auch vertikal, vertikal sogar bis hin in die Cloud. Das heißt, dass die Daten ausgetauscht werden. Insgesamt erwarten wir eine deutliche Digitalisierung des gesamten Produktionsprozesses. Dem einhergehend gibt es dann natürlich weitere Anforderungen, gerade in Bezug auf Datensicherheit, auf Security. Wie kann sowas ganz abgesichert werden, dass die Daten noch nicht in falsche Hände geraten? Und natürlich für den Maschinenbauer gibt es daraus abgeleitet wesentliche Herausforderungen, die deutlich komplexer sind als das, was man heutzutage schon sieht. Das heißt, wir sehen verkürztes Time to Market. Maschinen müssen immer schneller entwickelt werden, schneller in den Markt gebracht werden. Das bedeutet, der gesamte Entwicklungsprozess wird sich eigentlich ändern. Und das heißt, wir sehen auch hier in der Entwicklung insgesamt digitaleres Engineering, dass nicht alles erst wirklich aufgebaut wird, sondern schon vorher digital erprobt wird, um so entsprechend die Zeit zu sparen. Michael, vielleicht möchtest du da noch was zu ergänzen? Du hast das meiste ja schon genannt jetzt. Das wird also schon fast schwierig, noch was zu ergänzen. Aber eins möchte ich doch noch sagen, und zwar die modulare Maschinenarchitektur ist eben ein ganz wichtiges Ziel. Das hat Roland schon gesagt. Was wir dafür entwickelt haben und auch verwenden, ist ein Set von standardisierten Schnittstellen, die zum Beispiel zu unseren Umrichterfamilien tatsächlich auch verwendet werden, sodass man in der Software relativ unabhängig davon ist, welchen Umrichter man einsetzen möchte, bis zum letzten Moment. Das heißt, wir haben standardisierte Schnittstellen in der Hardware und in der Software, die zusammenpassen und die man immer wieder verwenden kann. Und damit tragen wir dieser Modularisierung Rechnung. Und das ist eigentlich ein Punkt,
wo wir sehr häufig mit Kunden drüber sprechen und wo bei den Kunden auch ein sehr großer Bedarf herrscht, das tatsächlich so umzusetzen, um davon unabhängig werden zu können. Michael, magst du hier einfach noch mal ein bisschen mehr ins Detail auch einsteigen? Was macht ein System eigentlich aus? Ja, dazu könnte ich mal kurz ein Bild zeigen. Kleiner Moment, dann wird das vielleicht deutlicher. Das ist ein Bild, was sicherlich jeder kennt von Ihnen. Es geht um die klassische Automatisierungspyramide, wo man sehen kann, wie unsere Vertikalvernetzung funktioniert, wenn man jetzt hier eben in der Zeichnung vertikal guckt. Das heißt, wir fangen oben an bei der Management-Ebene mit ERP, SCADA und MES-Systemen, wo also die Planung des Produktionsprozesses und die Protokollierung stattfindet. Darunter kommen eben unsere Controller, die dann als Architektur so sind, dass sie skalierbar sind, dass wir also für jeden Leistungsbereich, den wir brauchen, auch den passenden Controller haben. Und worauf wir eben größten Wert legen, ist, dass die Softwarestruktur, die wir da drin aufziehen und auch die angeschlossene Hardware, davon völlig unabhängig ist. Das heißt, bei uns kann man skalieren, sowohl in der Auswahl der Umrichter wie auch in der verwendeten Software, ohne dass man groß etwas ändern muss, wenn man die Skalierungsebene wechselt. Und dann geht es halt danach runter. Ein System macht ja immer den kompletten Umfang einer Anlage aus. Das heißt, darunter geht es dann in die Feldebene, wo wir eben unsere Umrichter zum Beispiel haben, wo wir eine Safety-Steuerung haben, um Maschinen auch funktionale Sicherheit zu geben. Und wir gehen bis runter in die Ein- und Ausgangsebene, wo wir sogar Daten vom letzten Sensor dann über die schon genannte Vertikalvernetzung bis hin in die Cloud übertragen können. Das ist, denke ich mal, ein sehr wichtiger Punkt. Und lass uns dann ruhig noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Roland, das, was Michael hier beschrieben hat, ist ja eine sehr komplexe Aufgabe. Wie können Automatisierer hier die Maschinenbauer unterstützen? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Insgesamt, wir haben natürlich eine sehr komplexe Herausforderungslage vor uns. Das heißt, wir haben sehr viele neue Themen. Wir haben etwas anders geartete Themen, die deutlich mehr Richtung IT, Richtung OT, Datenvernetzung gehen. Und das heißt, für einen Maschinenbauer, er braucht einen kompetenten Partner, der ihn hier unterstützt. Lenze bietet hier eine komplette Lösung an, sowohl in Hardware und als also auch in modularer Software. Das alleine reicht aber nicht. Das heißt, man muss auch das Branchen-Know haben, das Applikationswissen haben, um das Ganze auch gewinnbringend zusammenzufügen. Und gerade da haben wir ein sehr großes Team an Applikationsingenieuren, die entsprechend das umsetzen können. Grundsätzlich die gesamte Lösungsmöglichkeit, die wir mit der Lenze-Plattform anbieten, ist erstmal basierend auf einer durchgängigen Hard- und Software. Und die zeichnet sich eigentlich durch 5 Punkte aus. Das ist Connectivity, Openness, Scalability, Modularity und Safety. Um das mal kurz zu erläutern. Connectivity heißt, man muss in alle Richtungen kommunizieren können, sowohl horizontal als auch vertikal. Die Maschinenmodule müssen untereinander, miteinander Daten austauschen können. Man muss nach übergelagerten Systemen in die entsprechenden ERP-Systeme Daten austauschen können, bis hin in die Cloud. Dann ein System als solches, wenn es komplett geschlossen ist, bringt nur einen bedingten Mehrwert. Das heißt, man muss auch immer in der Lage sein, Third-Party-Komponenten, sei es jetzt Sensorik, sei es bildgebende Systeme oder was auch immer mit einbinden zu können. Das muss gewährleistet sein. Das heißt, ein System muss die Offenheit haben, dass der Kunde das, was er benötigt, in das System integrieren kann. Und das bieten wir. Michael hat eben schon erwähnt, die Skalierbarkeit. Ein System passt natürlich nicht auf alles. Das heißt, man muss ein System haben, was je nach Anforderungen skaliert werden kann, je nach Anzahl der Achsen, je nach Vernetzung, je nach Geschwindigkeit, wie das Ganze ablaufen soll im Prozess. Das heißt, mit unserer Lösung, die wir anbieten können, sind wir skalierbar. Von, ich sag mal, ganz wenigen Achsen bis hin zu hochkomplexen Maschinen können wir alles damit entsprechend realisieren. Dann die Modularisierung. Gerade wenn ich modulare Anlagen baue, muss mein gesamtes Automatisierungskonzept natürlich auch modular aufgebaut sein. Und da im Wesentlichen ist ein Bestandteil die modulare Software. Das heißt, dass ich nicht für jede Aufgabe alles neu entwickeln muss, sondern auf standardisierte Softwaremodule zurückgreife, um hier auch Engineering-Zeit zu sparen und nicht immer das Rad neu erfinden muss. Und der letzte Punkt, der manchmal ein bisschen untergeht, ist natürlich das Thema Safety. Wenn ich eine Maschine baue, muss ich natürlich auch die Maschinensicherheitsrichtlinie mit betrachten. Das heißt, eine Maschine muss nicht nur funktionieren, sie muss auch sicher funktionieren. Und auch hier haben wir die entsprechend passenden Produkte im Portfolio, um eine Maschine komplett auch abzusichern.
Michael, möchtest du da vielleicht aus der Praxis noch ergänzen? Ja, bei der Modularisierung, denke ich mal, ist es relativ wichtig, dass wir zwei Ebenen, die wir in der Modularisierung haben, kurz vorstellen. Das eine ist, wir haben Technologiemodule, die wir zur Verfügung stellen, zum Beispiel für Positionieren, für Synchronlauf, für elektrische Wellen, für Querschneider, für Stapelportale, für CNC, sodass man also die Technologie im Grunde bei uns als fertigen Baustein bekommt und den nur noch ins Programm einbinden muss. Und damit kann dann jeder Maschinenbauer, jeder Programmierer oder eben wir für den Kunden Maschinenmodule anfertigen. Das sind Softwaremodule, die einen bestimmten Teil der Maschine widerspiegeln, sodass man im Grunde, wenn man das Maschinenlayout sieht und das Softwarelayout sieht, dass man die beiden nebeneinander halten kann und gelinde gesagt Ähnlichkeiten, wenn nicht Gleichheiten feststellen kann, sodass man, wenn eine Maschine etwas anders aufgebaut ist, aber aus ähnlichen Komponenten oder den gleichen Komponenten besteht, dass man in der Software genau die gleichen Änderungen einfach nur machen muss, die man auch beim Aufstellen der Maschine macht. Das heißt, man ändert die Zuordnung der Module untereinander, die Module bleiben aber gleich. Und das ist ein großer Vorteil, weil man eben mit den Modulen, die man sich selber in einer Art Baukasten ablegen kann, jede Maschine, die diese Module enthält, sofort wieder bauen kann. Ich würde dazu noch mal ein Bild zeigen, wo man jetzt mal auch unsere Vernetzungsstruktur sehen kann. In dem Fall sieht man jetzt erstmal eine Steuerung, die sortenreinen Lenze-Komponenten hat, also ein Steuerungssystem, wo man die verschiedenen Möglichkeiten sieht, wie wir kommunizieren können. Wir haben uns an die standardisierten Bussysteme gehängt. EtherCAT ist unser Motion-Bus, unser Realzeitbus, der in Echtzeit arbeitet. Dann haben wir Bussysteme wie Profinet. Wir haben Kommunikationsdienste wie OPC UA und natürlich klassisches Ethernet. Und in einem weiteren Bild, was ich mal dazu zeigen würde, wäre dann zu sehen, dass wir auch eine Third-Party-Integration machen. Denn ein System besteht natürlich auch aus Komponenten, die man bei Lenze gar nicht unbedingt kaufen kann, sodass man hier jetzt eine Anbindung hat an Gerätschaften, Sensoren, Aktoren anderer Hersteller. Und wir als Bussystem uns entschieden haben für IO-Link, was relativ einfach zu parametrieren ist und was eine sehr große Auswahl an Funktionen bietet. Und wir haben weiterhin auch das Bussystem AS-Interface integriert für Ein- und Ausgänge, die man eben an der Maschine ausgehend verkabeln muss, weil es dort von der Verkabelung her sehr wenig Aufwand gibt und man sehr viele Ein- und Ausgänge mit ganz wenig Aufwand integrieren kann in das Steuerungssystem. Und damit haben wir abgebildet, was ich eingangs schon sagte, den gesamten Bereich von oben kommen, von der Cloud bis hin zum letzten Sensor und sind datentechnisch durchgängig in diesem Bereich zu Hause. In der Topologie, Michael, ist ja auch zu sehen, die Konnektivität in die Cloud. Ist es wirklich so, dass das so ein wichtiges Thema ist? In vielen Anlagen wird das doch gar nicht benötigt, oder? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es ist ja jahrzehntelang nicht benötigt worden, aber die Anlagenarchitekturen und die Aufgabenstellung der Anlagen haben sich geändert. Und die Tatsache, dass eine Anlage heutzutage ja auch mehr und mehr in der Lage sein soll, eine Losgröße von 1 zu fertigen, bedingt ja, dass man die Anlage natürlich auch für jedes produzierte Teil mit entsprechenden Daten versorgen muss. Und diese Daten müssen irgendwoher kommen. Und es ist eben nicht mehr so wie früher, dass man die Daten mit einer Diskette in die Maschine schiebt, sondern heute kommen die Daten eben Minimum vom ERP-System, meistens aber tatsächlich auch von der Cloud, weil ein Unternehmen auf mehrere Standorte aufgeteilt ist und die Daten über die Standorte hinweg auf die Maschinen gebracht werden müssen. Und dafür ist die Cloud das ein sehr wichtiges Kommunikationsmedium, was man da verwenden kann. Andersrum gibt es natürlich die Möglichkeit, Performance-Daten und aktuelle Daten der Maschine anderen zur Verfügung zu stellen innerhalb der Firma, indem man die Cloud-Wege benutzt und indem man dann eben auch Overall-Efficiency-Indikatoren dort auslesen kann. Das ist ein relativ wichtiger Punkt, den wir damit erschlagen. Da möchte ich gerne auch noch ergänzen. Das Thema Data Mining wird in Zukunft immer mehr Bestand haben und immer wichtiger werden. Das heißt, heutzutage ist man eher an einem Punkt, wo man sagt, okay, man erfasst die Daten, aber es gibt recht wenige Unternehmen, die die Daten wirklich komplett auswerten und jetzt schon gewinnbringend nutzen. Man kann es vielleicht vergleichen auch mit dem, was man im privaten Umfeld von seinem Smartphone kennt. Eigentlich jeder besitzt eins und sendet auch anonym Daten. Wenn man das jetzt mit Google Maps betrachtet, diese Daten werden anonym erfasst und man kann darüber auch die Verkehrssituation komplett sehen. Das heißt sogar bis hin zu einer roten Ampel in einer Stadt und hat so einen doch wesentlichen Nutzen.
Ähnlich ist es auch im Maschinenbau. Das heißt, mit den Daten, die ich aus einer Maschine gewinne, kann ich natürlich auch über den Zustand, über die Effektivität, über die Produktivität der Anlage dann entsprechend Rückschlüsse ziehen mit Data Mining und kann auch entsprechend meine Anlagen optimieren. Der Betreiber so einer Anlage muss aber jetzt keine Angst haben, dass er seine Daten an Google sendet oder irgendwo weltweit publiziert. Die liegen natürlich komplett in seiner Hand. Das heißt, er kann sie selber auswerten, er kann bestimmen, inwieweit sie gehen. Und eine Cloud muss auch nicht zwingend irgendwo auf externen Servern liegen. Eine Cloud kann zum Beispiel auch im Unternehmen selber im Netzwerk integriert sein. Michael, wie ist denn hier deine Erfahrung, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest? Das Stichwort Cloud und Sicherheit. Wo stehen unsere Kunden da heute? Und welche Ideen, welche Vorbehalte gibt es da? Welche ersten Erfahrungen? Also es gibt jede Menge Ideen, sage ich mal. Das ist ja der Vorteil an diesem Umfeld, dass man unglaublich viele Ideen auch umsetzen kann. Als Beispiel wäre da auch zu nennen, dass man Daten protokolliert über den Normalbetrieb einer Maschine, um dann langfristig auf Abweichungen schließen zu können, sodass man sagen kann, diese Maschine wird demnächst wahrscheinlich eine Wartung brauchen oder man muss sich mal darum kümmern oder irgendetwas läuft anders als sonst und man kann fragen, warum. Diese Daten standen früher nicht in dem Maße zur Verfügung. Das ist also ein neuer Freiheitsgrad, den es jetzt zu entdecken gilt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Vorbehalte über die Sicherheit. Es hat immer wieder Angriffe auf Industrieanlagen gegeben aus dem Netz heraus. Und in dem Moment, wo eine Anlage im Internet theoretisch verfügbar ist, auch wenn sie gut abgesichert ist, gibt es immer den Vorbehalt, dass jemand sagt, ja, vielleicht ist ja irgendein Hacker doch besser und kann dann auf die Anlage zugreifen. Diese Vorbehalte gilt es dadurch auszuräumen, dass wir eben unsere Sicherheit, die wir da an den Tag legen, unter Beweis stellen und den Kunden davon überzeugen, dass tatsächlich die Anlagen sicher genug sind, um diese Kommunikationswege zu öffnen und auch zu verwenden. In diesem Zusammenhang wird ja bei den Trendthemen ja auch immer viel von Modularisierung der Software auch gesprochen. Michael, das wäre nochmal eine Frage an dich. Wie sieht es denn wirklich in der Realität im Moment aus? Sagen die Kunden, ja, vorprogrammierte Softwarebausteine ist genau das, was ich brauche? Oder ist auch oft die Realität, naja, ich habe mein Projekt, da habe ich ja schon einmal durchprogrammiert und auf diese Codes greife ich letztendlich auch zurück? Es ist sicherlich ein Gemisch aus beidem. Ich sage mal, der klassische Kunde hat sicherlich fertige Projekte, wo er sagt, an dieser Maschine ist nur minimal etwas anders, das ändere ich eben und benutze das Projekt. Wenn man bei einer neuen Maschine anfängt, ist immer der Weg sinnvoller zu sagen, okay, wir nehmen einen fertigen Baukasten und bauen daraus die einzelnen Maschinenkomponenten zusammen. Was man auch noch berücksichtigen muss, und das ist vielleicht sehr wichtig, dass man früher ja Umrichter hatte, wo in den Umrichtern bewegungstechnologische Funktionen ausgeführt worden sind. Das ist bei uns gänzlich anders. Das heißt, in der richtig systemgeprägten Anlage ist es so, dass diese Technologieblöcke alle in dem Controller, also in dem SPS-Pendant ablaufen, sodass wir die Sachen, die früher in den Umrichtern gemacht worden sind als Parametrierung, nicht mehr in den Umrichtern machen müssen, sondern die werden tatsächlich in der Software abgelegt und sind damit natürlich erheblich wiederverwendbarer, als es früher war. Und diesen Vorteil muss man auch sehen. Und wir haben eben zudem noch eine Software-Strukturvorlage sozusagen, das nennt sich Application Template bei uns. Dort wird der Benutzer dahin geführt, dass er also die Software modularisiert und einen Modulbaum aufstellt und in diesem Modulbaum ist dann sein Anlagenlayout wiederzuerkennen. Und da kann er diese Module tatsächlich wiederverwenden und jeder, der das einmal gemacht hat, möchte es, glaube ich, nicht mehr missen. Super, danke schön bis hierhin. Ich schaue in den Chat und ich sehe, dass wir auch schon erste Fragen haben. Ist das nur graue Theorie oder bei Lenze schon Praxis? Ich bin mir jetzt nicht sicher, worauf die Frage sich jetzt direkt bezieht. Aber so das Thema, die zukunftssichere Automatisierungsplattform, darauf würde ich es jetzt beziehen oder der Fragesteller würde das nochmal ein bisschen erläutern. Wie seht ihr das? Ist das graue Theorie oder schon gelebte Praxis? Ja, da steige ich gerne ein. Das, was wir hier besprechen, ist nicht nur graue Theorie, es ist gelebte Praxis. Das heißt, mit dem, was wir als Automatisierungsplattform schon bieten können, haben wir genau diese Punkte aufgegriffen. Mit der neuen Controller-Reihe zum Beispiel einen sehr großen Wert auf die Connectivity gelegt, auf auch die Rechenkapazität, um wirklich komplexe Strukturen abbilden zu können. Ich kann hierzu auch mal kurz ein Bild zeigen.
dass man das vielleicht auch sieht? So, jetzt müsste was sichtbar sein. Wir sehen hier ein Beispiel, wie eine Maschine aufgebaut sein kann, komplett mit dem Lenze-Plattform gelöst. Das heißt, wir sehen hier verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, verschiedene Achsansteuerungen. Wir sehen hier auch oben drüber in dem Monitor schön die Verbindung bis in die Cloud mit entsprechend auch der Datenauswertung. Also das, was wir hier präsentiert haben, worüber wir reden, ist genau das, was wir wirklich schon realisiert haben, in Projekten umgesetzt haben, was auch funktioniert und was auch das Team um Michael rum entsprechend bei Kunden schon projektiert hat. Michael, vielleicht möchtest du da noch Beispiele dafür bringen. Ja, es gibt also natürlich unglaublich viele Beispiele, deswegen ist es immer schwierig, jetzt konkret eins rauszugreifen, weil man damit lange nicht alles erreicht. Ein für mich immer ganz gutes Beispiel ist, man eine relativ große Anlage als Beispiel nimmt. Das wäre in dem Fall zum Beispiel eine Profilieranlage für Blechteile, wo man eben immer wieder die gleichen Komponenten vorfindet, wo man immer eine Wickeleinheit, eine Abwickeleinheit vorfindet, wo man eine Schlaufengrube vorfindet, wo man vorfindet eine Einheit, die ablaufendes und zulaufendes Blech verbindet, um also eine Produktion ohne Stillstand leisten zu können. Dann findet man einzelne Profilierungen, man findet eine fliegende Säge, die die Bleche nachher durchteilt. Also das ist so eine Anlage, die aus sehr großen Modulen, aber aus Modulen besteht. Und da kann man eben genau diese Thematik sehr gut abbilden, indem man sich für die einzelnen Maschineneinheiten Module baut, die man dann bei gleichem Modul beliebig oft verwenden kann und die in jeder von diesen Anlagen, auch wenn sie anders zusammengestellt sind, immer irgendwie wieder vorkommen. Und da hätten wir auch ein gutes Beispiel für Losgröße 1. Wenn diese Anlage jetzt zum Beispiel Elemente für Wände macht und man hat eine Werkhalle, wo ein Giebel dran ist, dann kann man sich vorstellen, dass in dem Giebelbereich die tatsächlich benötigten Elementlängen, wenn sie waagerecht liegen, was üblich ist, immer anders sind. Und damit hat man also eine Losgröße 1 in der Form, dass jedes Element, was aus der Maschine hinten rauskommt, andere geometrische Abmaße hat und trotzdem am Stück produziert wird, im Fluss ohne Stopp. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo man das ganz gut dran beispielhaft zeigen kann. Okay, eine weitere Frage. Kann die Lenze Automatisierungstechnik direkt, also on-premise, auch Data Science Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Datenauswertung der Maschine mit Python, TensorFlow oder ähnlichem? Roland, möchtest du antworten? Oder? Ich kann es gerne übernehmen. Also, wir bieten gerade mit dem C750 eine Plattform, die zweigeteilt ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Controller-Teil, auf der anderen Seite entsprechende Windows 10 IoT-Plattform, wo man solche Lösungen auch programmieren kann. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in der Steuerung selber, in dem Open-System-Teil, so heißt der Windows-Teil bei uns, solche Auswertungen zu fahren. Alternativ dazu, wenn man jetzt sagt, man möchte das nicht lokal lösen, bieten wir natürlich über unsere Cloud-Lösung auch die Möglichkeiten an, die Daten zu analysieren und dann entsprechend Auswertungen zu fahren. Welche Programmiersprache letztendlich dahinter liegt, ist auch ein Stück weit dem Anwender überlassen, da wo er sich zu Hause fühlt. Das kann er dann entsprechend nutzen. Da stehen wir natürlich auch dann mit den Spezialisten aus unserer Digitalsparte unterstützend zur Verfügung. Super, danke. Eine weitere Frage. Ich löse mein System im Moment mit, das lese ich jetzt nicht vor, mit wem, das müssten wir jetzt rauspiepen. Aber die Frage dahinter ist, ein Systemwechsel ist sehr aufwendig. Würde sich dieser wirklich lohnen? Das hängt natürlich immer davon ab, aus welchem System man gerade kommt und in welches System man möchte, wobei ich jetzt nicht den Hersteller meine, sondern auch die Architektur, die dahinter steht. Wenn ich auf das mal aufgreife, wieder, was ich eben schon gesagt habe, dass die Technologiefunktionen der einzelnen Bewegungen gutteils jetzt aus den Umrichtern in den Controller wandern, um besser koordiniert werden zu können, dann ist das ein Systemwechsel, der unglaubliche Vorteile und unglaubliche Freiheitsgrade bietet. Deswegen wäre so ein Systemwechsel auf jeden Fall ratsam. Und bei den Systemwechseln kann man sagen, wir haben ja eine Norm, in der Software verfasst wird. Das ist die IEC 61131, an die wir uns auch halten. Und es gibt bestimmte Sprachen innerhalb dieser Norm, Programmiersprachen. Und wenn man sich an eine Programmiersprache hält, die nennt sich strukturierter Text,
dann kann man die tatsächlich portieren von einem Hersteller auf den anderen, ohne dass man viel ändern muss, bis auf ein paar systemrelevante Dinge, dass wir zum Beispiel Funktionen zur Verfügung stellen, die vielleicht gar nicht jeder unbedingt anbietet. Die muss man dann entsprechend anpassen, aber der große Programmtext, gerade für Maschinenlogik und andere Dinge, den kann man von einer vorhandenen Maschine eins zu eins übernehmen, auch in unser System. Das heißt, ich denke mal, so ein Systemumstieg ist, abgesehen davon, dass es immer zuerst etwas ungewohnt ist, sicherlich keine große Aktion und wird meiner Meinung nach häufig überschätzt. So schwierig, wie das sich darstellt, ist es eigentlich nicht. Da möchte ich auch gerne noch ergänzen. Grundsätzlich braucht da keine Angst zu haben, entsprechend die Automatisierungsplattform zu wechseln. Wir stehen da natürlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Das, was der Kunde braucht, um diesen Wechsel zu vollziehen, sei es Schulungsmaßnahmen, dass seine Programmierer entsprechend eingewiesen werden, sei es auch das Branchen-Know-how oder auch das Applikationswissen. Wir haben da alle Möglichkeiten offen. Das heißt, wir haben ein komplettes Team, was dahinter steht, was einen Kunden entsprechend unterstützen kann, sodass der Umstieg wirklich so einfach wie möglich gehen wird. Ja, vielen Dank bis hierhin. Die Zeit ist leider schon fast am Ende. Wir haben noch ein paar Fragen im Chat. Und ich bin mir sicher, dass Sie auch noch gerne in eine weitere tiefere Diskussion mit unseren beiden Experten einsteigen wollen. Diese sind, wie gesagt, noch weitere 30 Minuten für Sie erreichbar. Erst einmal vielen Dank, Roland. Vielen Dank, Michael. Bis hierhin. Sehr gerne. Ja, geben Sie uns gleich eine Minute Zeit, dann sind die beiden auch im Chat für Sie da. Ich denke, was heute sicherlich deutlich wurde, wir haben viel über die Trends in der Industrie gehört und es ist klar, dass es da eine Menge Herausforderungen, aber eben auch viele Chancen gibt. Und so das Thema Offenheit, Modularität, Flexibilität, das sind so Dinge, die wirklich, auf die es wirklich ankommt, um ein zukunftssicheres Automatisierungssystem ja letztendlich sicherzustellen. Ich hoffe, dass Sie heute hier wertvolle Impulse mitgenommen haben und auch Spaß hatten, der Diskussion zu folgen. Und dass wir Sie auch nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Auf unserer Webseite finden Sie auch weitere Infos zu den weiteren Themen. Nächste Woche übrigens wird es um das Thema Asset Management gehen, beziehungsweise Digital Services. Und wir werden über die Digital Inventory sprechen, bis zum dauerhaft sicheren Betrieb von Maschinen. Wir hatten hier gerade noch kurz eingeblendet die Kontaktdaten der beiden. Die schreiben wir aber gleich auch nochmal im Chat, sodass Sie diese auch gerne direkt im Anschluss auch anrufen können, um da in Kontakt zu treten. Bis hierhin, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.